Hallo meine Lieben, herzlich willkommen bei Minibag Nano Aquaristik, meinem kleinen Aquaristikgeschäft in Cuxhaven an der Nordsee. Wie ihr ja wisst, muss ich mir ganz, ganz bald mal eine neue Begrüßung überlegen, denn dieses Geschäft wird es ja im neuen Jahr so nicht mehr geben. Es gibt dann Minibag Nano Aquaristik nur noch als Online-Shop ab Januar. Und da muss ich euch ja auch irgendwie anders begrüßen. Wenn ihr da irgendeinen Vorschlag habt, dann setzt es doch gerne mal in die Kommentare rein. Ich habe mir da noch gar nicht so viele Gedanken drüber machen können. Aber ich finde so eine Begrüßung im Video eigentlich immer ganz wichtig, genauso wie auch den Abschied. Also wenn ihr da Ideen habt, gerne in die Kommentare damit. Heute gibt es mal wieder eine Garnelenvorstellung und zwar habe ich Neuzugang im Online-Shop, das ist die Blue Jelly Garnele. Ich habe diesen Blue Jelly Stand mit einem befreundeten Züchter getauscht und jetzt sind sie soweit, dass sie in den Verkauf gehen können. Viele von euch wissen das bestimmt, aber die wichtigste Info ist tatsächlich, dass die Blue Jellies aus der roten Linie stammen. Sie stammen also tatsächlich von den Red Fire Garnelen ab. Nun ist natürlich die Frage, wie kommt das Blau zu dem Rot oder das Rot zu dem Blau? Aber das Rot ist tatsächlich die Deckfarbe und das Blau ist, wie Jelly auch bezeichnet, die Fleischfarbe. Das bedeutet nicht, dass alle Red Fire eine blaue Fleischfarbe unter dem roten Panzer tragen, aber die Anlage dafür ist da und bei manchen sieht man das auch. Sehr nah verwandt sind natürlich auch die Red Rilly und es gibt ja auch Blue Red Rilly oder Red Blue Rilly. Da haben wir dann den blauen Körper und die deckenden Farben nur noch am Kopf und am Schwanz der Tiere. Jelly, was ja mit Gelee zu übersetzen ist, bedeutet also, dass es sich um die Fleischfarbe handelt. Das heißt, dass die Farbe sehr transparent ist und so ein bisschen durchscheinend. Eine schöne Jelly trägt also ein leuchtendes Himmelblau. Im Idealfall ist der Eifleck der Tiere gelblich-grün und auch die Eier gelblich-grün. Und selbst die kleinsten Jungtiere weisen schon diese schöne Farbe auf. Anders als bei anderen Garnelen, die eher die Deckfarben ausprägen müssen, mit der Zeit ist die Fleischfarbe halt schon von Anfang an vorhanden. Deshalb kann man bei der Jelly auch relativ früh mit dem Selektieren beginnen. Hier haben wir im Vergleich die Blue Pearl, die ja eher ein Türkisblau aufweist. Und im Gegensatz dazu die Blue Jelly, die ja wirklich ein Himmelblau hat. Das Ganze ist natürlich wie immer Geschmackssache. Es sind alles Neocaridina und die Haltungsbedingungen sind genau gleich. Die Blue Pearl gehört zu den Neocaridina palmata und die Blue Jelly zu den Neocaridina davidi. Sie können sich jedoch untereinander kreuzen. Aber der Gedanke, dass daraus wieder blaue Nachkommen entstehen, ist ein Trugschluss. Wahrscheinlich werden die Nachkommen dann Wildfarben sein. Möchte man gerne einen Mix, aber wildfarbenen Nachwuchs vermeiden, dann sollte die Blue Jelly zusammen mit der Red Fire, der Red Sakura oder der Red Rilly gehalten werden. Also zusammen mit Tieren aus der roten Linie, woher sie ja auch stammt. Neocaridina sind, was die Wasserwerte angeht, relativ flexibel. Die Temperatur sollte zwischen 18 und höchstens 26 Grad liegen, der pH-Wert zwischen 5,5 und 8,5, die Carbonathärte bis 14 Grad deutscher Härte und die Gesamthärte bis 20. Schaut gerne bei mir im Onlineshop auf www.minibag.de vorbei. Da findet ihr diese süßen Kerlchen ab heute und natürlich auch jede Menge andere Ziergarnelen, Neocaridina und Caridina. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben.